Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Kevins Tagebuch. Ihr habt es euch gewünscht, ich soll euch zeigen, wie baue ich ein eigenes Szenario. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Als erstes gehen wir auf Erstellen. Da gibt es die Kategorie Strecke, Szenario und Veröffentlichen. Wir gehen auf Szenario. Und er erscheint dann sowas hier. Da seht ihr die ganzen Strecken aufgelistet, die ihr besitzt. Am Donnerstag, den 11.02. ist die Strecke Riesa-Dresden erschienen. Da klicken wir einmal drauf und dann seht ihr unter Karriere die ganzen Szenarien, die schon verfügbar sind, die mitgeliefert wurden oder die ihr schon selbst gebaut habt. Dann geht ihr hier unten auf Neues Szenario. Da erscheint dann dieses Fenster. Was gibt es hier? Einmal den Namen, den geben wir mal ein. Zum Beispiel Test jetzt erstmal. Da könnt ihr dann euren Namen eingeben, aber im Spiel könnt ihr ihn dann am Ende nochmal ändern. Dann Typ gibt es Szenario für das freie Erkunden, also für freies Spiel. Standardszenario, Szenario mit Fahrplan, Karriereszenario und schnelles Spielszenario. Wir nehmen das Karriereszenario. Und suchen uns jetzt noch einen Startpunkt aus. Wir nehmen Weißig Großenhain. Nein, wir nehmen mal, weil es jeder so ziemlich kennt, Dresden Hauptbahnhof. Und dann gehen wir einfach auf Erstellen. Sobald das jetzt hier geladen hat, sehen wir uns wieder. So, angekommen im Szenario. Sind wir jetzt erstmal in der Dresdner Halle, in der Bahnhofshalle. Aber das hat uns ja jetzt gar nicht so interessieren. Wir sehen erstmal hier links einige Zeichen. Das ist hier aber so ein bisschen... das hier oben, das ist unwichtig hier. Dann das brauchen wir dann später nochmal und dann kommen wir auch zum nächsten. Hier seht ihr verschiedene Symbole, zum Beispiel hier ein Zug. Wenn ihr da drauf klickt, kommen die ganzen Loks. Zum Beispiel jetzt mal hier die 189 oder die 101. Da ist er auch schon. Und viel weitere. Dann im nächsten Symbol ist ein Wagen. Da sind die ganzen Wagen drin. Dann nehmen wir jetzt mal ganz unten in Kesselwagen. Das lädt ein bisschen, aber dann ist er da. Davon könnt ihr dann so viele wie möglich hinstellen. Aber das zeige ich euch dann später noch. Dann das nächste Symbol, das sind die Züge. Die kompletten dann. Dann nehmen wir jetzt mal hier so ein Talent. Na komm, lade. Da ist auch schon. Ein fünfteiliger Talent. Der ist dann komplett zusammengebaut schon. Da braucht ihr nichts mehr dran ändern. Dann am nächsten Symbol, das braucht man eher weniger. Da sind die ganzen Markierungen, wenn du jetzt bei Standardszenario zum Beispiel durchstarten willst. Hier kommt dann so ein Icon. Das nächste Symbol, da könnt ihr noch ein bisschen Landschaft gestalten. Mit Büschen und alles drum und dran, was es dazu gibt halt. Dann kommen wir zu Signalen. Da könnt ihr meistens so Schilder oder sowas hinstellen oder PZB, wie es jetzt hier ist. Bei der Strecke hier Riesa-Dresden kann man auch, wenn es laden würde, Signale hinstellen. Das war ein bisschen erstaunlich, dass man das kann. Aber bei den meisten kommen hier die Markierungen. Da könnt ihr euch noch ein extra Bahnsteig markieren, Bestimmungsort oder Nebengleis. Es hat dann verschiedene Farben. Das sehen wir aber dann später noch. Dann das Brückensymbol. Ist leer, dann könnt ihr hier noch Autos hinstellen, zum Beispiel hier im Parkplatz oder hier in Radlader. Dann das nächste ist ein Lautsprecher, da ist jetzt nichts drin. Mit Rechtsklick könnt ihr das wegmachen, wie ich es gerade gemacht habe. Da war jetzt der Radlader wieder weg. Das Symbol mit dem
Hier, Lautsprecher, das ist dann sowas hier. Das sind dann so Geräusche. Und das letzte Symbol, das ist ein sonstiges. Das seht ihr dann zum Beispiel wie Fahrräder. Könnt ihr dann hier so hin platzieren. Einfach mit Linksklick und dann steht das hier. Dann habt ihr schon das nächste. Mit Rechtsklick wieder entfernen. Dann der Würfel hier hat nichts zu sagen. Der untere hat aber wieder was zu sagen. Wenn ihr da immer mit Linksklick drauf macht, erscheint hier ein Fenster. In dem Fenster könnt ihr weitere Loks auswählen. Zum Beispiel von Köln-Koblenz. Das lädt dann kurz, weil es ja trotzdem einige Objekte sind. Da erscheinen dann zwei Haken. Dann nehmen wir noch die Inselbahn mit drauf. Die 155er, Baureihe 204, die Gravitta, die 261 und die 86. Dann gibt es hier oben noch, wo DTG steht. Geht ihr auf den Pfeil nach unten und dann habt ihr noch andere Kategorien. Wir nehmen RSC, da haben wir noch die 232 versteckt. Und dann hat sich das jetzt hier bei den Loks gesammelt. Alle sind da. Und dann können wir auch schon losbauen. Wir haben hier den Bahnhof Dresden. Da gehen wir auf ein unteres Gleis, weil meistens hier die Talente abfahren. Denn wir bauen heute ein Szenario für den Talent, also ein Personenzug-Szenario. Das suchen wir einmal den Personenzug. Da haben wir den Talent DB. Und zwar wollen wir da 3 plus 5 wollen wir nehmen. Da lädt er wieder. Und dann können wir ihn auch schon schieben, ihn noch ein bisschen nach hinten platzieren. Wieder mit Linksklick. Da lädt er noch ein bisschen die einzelnen Details vom Zug, laden noch. Und dann haben wir ihn auch schon dastehen. Das ist das Wichtigste, dass ihr erstmal euren Zug aufbaut. Dann kommen wir jetzt hier oben zu denen. Da gibt es einmal den Manel, das ist der Lokführer. Wenn ihr mit Linksklick ihn anwählt, sucht ihr dann euer Fahrzeug, wo ihr fahren wollt, und macht ebenfalls Linksklick. Da erscheint dann dieses Symbol. Und das heißt, dieser Zug, in den kannst du einsteigen, beziehungsweise der fährt dann auch. Dann hat sich jetzt dieses Symbol hier, eine Uhr, beziehungsweise hier heißt Fahrplan. Da klickt ihr einmal mit Linksklick drauf und dann erscheint hier die Karte. Diese Karte, wenn wir wieder kurz auf OK drücken, und in der Fahrt könnt ihr dann über 9, seht ihr dieselbe Karte. Wir gehen wieder kurz hin. Da seht ihr dann auch das hier. Über dieses Symbol hier könnt ihr den Spieler zentrieren. Der geht ihr dann, da geht es dann automatisch bis ganz vorne an den Zug ran. Dann haben wir jetzt hier die Zugverbindung 1. Wenn ihr hier klickt, erscheinen alle Züge, die ihr gebaut habt und den Lokführer oben drauf gesetzt habt. Und dann gibt es hier die Zugverbindung 1. Das ist jetzt euer Zug. Dann macht ihr Doppelklick auf den Lokführer und dann könnt ihr umbenennen. Zum Beispiel jetzt immer Player, also Spieler. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr dieses Symbol aktiviert, also den Haken reinsetzt, damit der Computer weiß, ihr wollt diesen Zug fahren. Dann gibt es hier die Startzeit, das zeige ich euch später nochmal. Und hier könnt ihr dann auswählen, was ihr habt. Das ist für den Computer die Priorität. Sonderzug ist das höchste. Dann kommt internationaler Zug und und. Wir nehmen jetzt Nahverkehrszug. Oder nein, wir machen Sonderzug, weil wir es geht eigentlich darum, wer Vorrang hat. Wenn ihr eine Zugüberholung bauen wollt, wäre es von Vorteil, dass ihr eine geringere Kategorie nimmt.
Dann klicken wir auf das X. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich mich hier verschrieben habe. Das ändern wir nochmal schnell. Und dann ist es hier fertig. Dann könnt ihr euch Aufträge geben. Hier die Hand bedeutet Anweisung an Zielort halten. Dann die Personen heißt Personen aufnehmen. Dann das mit der Tankstelle heißt Güter bzw. zum Beispiel Treibstoff aufnehmen. Dann hier haben wir das Symbol rangieren. Dann an Zug Anfang ankuppeln, wenn ihr Wagen ankuppelt. Anzug Ende, also Lokende bzw. gibt es auch manchmal ankuppeln. Dann das Symbol für Zug abkuppeln. Dann das hier, wenn ihr so Text schreibt, wie ich am Anfang immer vorlese. Dann das Szenario Ende Symbol. Und die Fahne hat zu sagen, dass ihr über dieses Gleis fahren wollt. Das seht ihr dann auch nie. Wir nehmen zuerst den Text und schreiben was. Da gehen wir in das große Symbol. Und wenn ich fertig mit Schreiben bin, sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt fertig geschrieben. Da können wir auf das X klicken. Und dann sagen wir jetzt, dass der Zug noch am Bahnsteig Personen aufnehmen soll. Da klicken wir hier oben auf das Personensymbol. Dann erscheint in dem Fahrplan ebenfalls wieder das Symbol mit Ausrufezeichen. Die Ausrufezeichen haben jetzt erstmal noch nichts zu sagen. Ihr macht wieder Doppelklick auf das Symbol. Dann geht ihr auf den Pfeil mit dem blauen und wählt den Bahnsteig oder das Gleis aus. Da erscheint jetzt der Dresden Hauptbahnhof Gleis 8. Dann könnt ihr noch auswählen die Uhr, ob ihr nach Fahrplan fahren wollt. Da erscheint dann hier die Zeit. Die könnt ihr dann auch ändern. Da geben wir jetzt mal 30 ein. Und dann mit Enter rechnet er wieder neu. Ihr habt 35 Sekunden Aufenthalt und wann ihr Abfahrt habt. Wenn ihr hier einen Haken reinmacht und das ist dann fertig mit Laden, der Ladebalken dann immer lädt, bekommt ihr Punkte. Dann sagen wir wollen an den nächsten Bahnsteig fahren. Und zwar hier, Dresden, Freiberger Straße. Da klicken wir wieder auf das Symbol, Personen aufnehmen. Alles wie gewohnt. Und dann hier auf den Bahnsteig. Wir setzen die Uhr wieder rein. Fertig. Dann rechnet der Computer, wo ihr lang fahrt. Hier ist es jetzt zum Beispiel nicht möglich, dass ihr ordentlich bis dort hochfahrt. Wenn ihr manchmal Glück habt, geht das gleich automatisch alles. Aber jetzt sagt er, dass es nicht möglich ist. Da schauen wir einmal, wo es eventuell möglich wäre. Und das wäre hier oben auf dem Bahnsteig. Okay, da wissen wir jetzt, dass wir den Zug umstellen müssen. Ihr könntet jetzt jeden Wagen einzeln hochstellen, aber ihr könnt auch hier das aktivieren und klickt dann auf irgendeinen Teil des Zuges bzw. Fahrzeuges. Das ist der Vorführeffekt, dass es nie funktioniert. Klickt auf irgendeinen Teil des Fahrzeuges. Jetzt. Ja, manchmal nerven auch hier diese Geräusche. Das ist manchmal ein bisschen blöd. Dann nehmt ihr jetzt den Zug mit Linksklick gehalten und setzt den dann ordentlich, wenn es funktioniert, ordentlich, zack, an den Bahnsteig. Dann steht der Zug jetzt halt hier oben am Bahnsteig und wir müssen noch einmal das ändern. Jetzt wieder hier draufklicken. Und dann sagen wir jetzt, die Fahrgäste an diesem Bahnsteig aufnehmen. Und dann hat er jetzt eine perfekte Route von dem einen Bahnsteig, Gleis 13 sind wir jetzt, zur Freiberger Straße gebaut. Ich habe heute gesagt, dass wir bis nach
Dresden-Neustadt fahren. Davon gehen wir weiter. Halten einmal in Dresden-Mitte an Gleis 2. Jetzt hat es funktioniert. Schauen wieder, ob es ordentlich funktioniert hat. Damit wir auch ordentlich durchfahren können, nehmen wir mal lieber Gleis 1. Weil ich weiß nicht, ob wir dann vielleicht sonst hier langsames Fahren haben und das wäre ein bisschen blöd. Wir nehmen wieder die Uhr und dann gehen wir auch schon nach Dresden-Neustadt. In Dresden-Neustadt nehmen wir dann jetzt irgendein schönes Gleis. Wir nehmen Gleis 3. Dann nehmen wir wieder das Symbol. Zack, zack und zack. Gleis 3 nach Fahrplan. Dann gibt es noch zu sagen, wenn der Computer es irgendwie falsch macht und ihr aber woanders langfahren wollt. Da suchen wir uns jetzt mal kurz hier was. Hier zum Beispiel. Wenn ihr hier über das Dresden Hauptbahnhof, Hauptbahnhof Gleis 501 fahren wollt, aber ihr schon alles habt und es nicht wieder löschen wollt, könnt ihr einfach hier auf die Fahne gehen, den Haken vor die Fahne reinsetzen und dann hier nach oben machen. Dann nehmen wir den Haken wieder raus, machen Doppelklick und holen uns das Gleis hier. Das lädt wieder kurz. Und dann haben wir es auch schon falsch gemacht. Und dann ist es jetzt wieder richtig. Dann seht ihr hier rot markiert, wo ihr langfahrt. Wichtig ist es auch noch, das Symbol mit dem Pfeil und dem blauen Marker auf das Gleis zu setzen, wo ihr enden wollt. Damit der Computer weiß, wo das Szenario aufhört. Dann seht ihr hier im Fahrplan, wie lange es geht. 8 Minuten bzw. 9 Minuten. Damit ihr das über einen Trick kennt, wie ihr den Namen der Strecke ändern könnt und die Zeit einstellen, zeige ich es euch jetzt kurz. Ihr geht zum Beispiel jetzt auf den Pinsel oder die Schiene. Einmal mit Linksklick. Dann erscheint hier was, möchtest du speichern. Da gehen wir auf Abbruch. Da lädt es alles neu und dann erscheint wieder hier das Fenster, was am Anfang auch ist. Das habe ich vergessen zu sagen. Da könnt ihr jetzt hier reinschreiben, zum Beispiel RE 50 nach Dresden Neustadt. Dann eine Beschreibung reinschreiben, ein Hinweis, Autor, Startpunkt, hier Datum, welches Level gibt es von 1 bis 4, könnt ihr eintragen. Wie lange es geht, tragen wir jetzt 10 Minuten ein. Welche Uhrzeit, welches Wetter, welche Jahreszeit, welche Züge fahren. Dann hier könnt ihr noch auswählen, ob ihr im Führerstand sitzen wollt, ob der Zug sich bewegen soll beim Starten. Und dann gibt es hier noch englische Sachen. Weil ich nicht gerade sehr gut in Englisch bin, kann ich euch das jetzt leider nicht übersetzen. Und dann mit Rechtsklick oder Linksklick könnt ihr das Fenster wieder entfernen. Dann wollt ihr ja auch noch bestimmt, dass ihr einen anderen Zug hinstellt, der euch entgegenkommt oder hier am Bahnsteig steht. Dann nehmen wir jetzt erstmal hier noch einen Zug, der am Bahnsteig steht. Da nehmen wir einmal die 146 mit der VVO-Lackierung, die vom Spiel mitgeliefert wird, damit es auch ein bisschen optisch hinpasst. Setzen den hier ans andere Gleis. Fertig. Es gibt auch noch was zu sagen an eurem Zug. Ihr könnt, seht ihr ja hier die Zielanzeige. Jetzt steht da RB 33 nach Dresden Hauptbahnhof. Um das zu ändern, macht ihr Doppelklick, dann erscheint hier wieder so ein Fenster und da macht ihr den Buchstaben
nur den Buchstaben, nicht die Zahlen berühren. Das ist ganz wichtig. Den Buchstaben ändert ihr dann in zum Beispiel C. Mit Enter bestätigt ihr das. Und dann dürfte sich das eigentlich ändern. Das ist jetzt wieder der Vorführeffekt. Normalerweise funktioniert das auch. Komisch, dass es jetzt hier nie funktioniert. Zumindest bei den Doppelstockwagen funktioniert es immer. Da steht der Buchstaben am Anfang. Da schreiben wir mal H rein. Und dann ändert sich das S2 nach Pirna. Bei der 143 weiß ich, da funktioniert das auch. Warum es jetzt hier nicht funktioniert, das kann ich euch gar nicht sagen. Kinderspielecke, coole Sache. Wir probieren es hier nochmal. Nee, funktioniert es nie. Schade, Vorführeffekt. Dafür tut es mir jetzt gerade leid. Okay, wir gestalten jetzt mal weiter die Strecke. Wir wollen jetzt sagen, wir wollen eine 143 stark verwittert hier abstellen. Zack. Und dann seht ihr ja hier, könnt ihr die Lok frei bewegen. Die schiebt ihr bis ganz an den Zug ran. Da hattest du nur eine kleine Kolli. Und da stellen wir jetzt immer hier drei Loks hin. Mit Rechtsklick wieder weg. Dann Doppelklick. Und da könnt ihr dann hier dieses Symbol aktivieren. Da geht dann der Stromabnehmer nicht nach oben. Das heißt, wenn ihr irgendeine Überführungsfahrt macht und ihr habt E-Loks dabei, könnt ihr den Haken reinmachen und da schiebt die Lok nicht mit und hat den Stromabnehmer unten und ist gleichzeitig aus. Wir stehen jetzt hier Loks abgestellt. Dann könnt ihr sagen, ihr wollt, dass euch hier ein Personenzug entgegenkommt. Das könnt ihr auch wieder sagen. Wir nehmen jetzt hier mal die 143, die ja auch noch auf der RE31, RE18 und auf der Flughafenlinie S2 unterwegs ist. Da setzt ihr den Lokführer wieder hier drauf, könnt auf den Fahrplan gehen und guckt hier, aha, Zugverbindung 1, neuer Zug ist gefunden worden. Da macht ihr jetzt einmal hier klicken, gibt dem Zug einen Namen. Jetzt schreiben wir mal RE 18 nach Dresden HB. Und dann könnt ihr dem Zug eine Startzeit geben, wann der Zug abfahren soll. Wir schreiben jetzt hier 12:03 rein. Sonderzug, das lassen wir aus. Damit ihr Computer weiß, dass ihr nicht diesen Zug fahren wollt. Und dann könnt ihr bei diesem Zug auf die Handsymbol gehen. Wir gucken erstmal, wo der Zug ist. Hier ist unser Zug. Und dann sagt ihr, der Zug soll einmal an diesem Bahnsteig hier hinfahren. Bei diesem Zug ist es egal, welches Symbol ihr dort hinnimmt. Hauptsache, ihr nehmt nicht den Pfeil mit dem blauen Kasten. Es funktioniert nicht, habe ich mir schon fast gedacht, dass es nicht funktioniert. Da ändern wir das kurz auf das Gleis hier. Das funktioniert hoffentlich. Ja, funktioniert. Und dann guckt ihr auf eurem Zug, ob das auch funktioniert, weil es gibt manchmal, wenn der Zug einen Vorrang hat, funktioniert es nicht. Deswegen geben wir diesem Zug nicht das Sonderzugsymbol, sondern ein Nahverkehrszug, damit der Computer weiß, wir haben Vorrang. Aber wenn wir erst 3:48 in Freiberger Straße einfahren und der Zug 3 Uhr Abfahrt hat, dürfte eigentlich hier nichts passieren. Und damit wisst ihr eigentlich größtenteils alles, was ihr wissen sollt. Wenn ihr wissen wollt, wie man ein Szenario mit Güterzug baut, wo die Lok erst in den Güterzug fährt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Da schauen wir nächsten Montag 12 Uhr mal rein
Und am Mittwoch 18 Uhr fahren wir das Szenario, was wir gerade gebaut haben. Also seid da gespannt, ob alles funktioniert. Und wenn es schon online sein sollte, dann ist es jetzt oben rechts verlinkt. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich würde mich riesig über ein Like und ein Abo freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Kevin.